der? Ja, super. Hier gab es mal einen riesen Hirsch. Der war wunderschön, aber Vinzenz hat Jagd auf ihn gemacht. Ah, typisch Vinzenz. Der wollte sich das Geweih ins Wohnzimmer hängen. Hat aber nicht geklappt. Wir haben den Hirsch weggelockt. Super. Ich wäre gerne dabei gewesen. Ist doch umso schöner, dass wir jetzt zusammen sind. Stimmt. Das kannst du jetzt laut sagen. Wie schön, dass wir wieder zusammen sind. Oh. Guck dir das an. Schau mal da, ein Fuchs. Wow. In Polen gibt es ganz viele Füchse. Komm, lass uns nach Hause gehen. Da können wir noch in Ruhe frühstücken, bevor du in die Schule musst, ja? Wenn man mit etwas nicht einverstanden ist, dann muss man sich wehren. Ja, wehren schon, aber nicht gleich pampig werden. Das ist deine Lehrerin. Wenn sie mich nicht anpampt, dann pamp ich auch nicht zurück. Lucy. Es war ungerecht, dass sie mir einfach so Tafeldienst gegeben hat, obwohl ich gar nichts gemacht hatte. Und das sag ich dann. Ja, aber freundlich. Was war das? Weiß ich nicht, lass uns gucken. Er lebt noch. Nicht anfassen. Der hat Schmerzen, nicht, dass er dich beißt. Petra, Lucy. Oh nein. Ui. Oh. Ich rufe die Polizei. Ich rufe Philipp an. Hansen? Wo? Schon wieder? Das ist ja nicht zu fassen. Habt ihr die Polizei informiert? Ja, ich bin gleich unterwegs. Ich muss ihn nachher in der Praxis genauer untersuchen. Hoffentlich hat er keine inneren Verletzungen. Mann, 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 Mann. In den letzten 2 Wochen war ich 4-mal hier. Ich meine, diese Geschwindigkeitsbegrenzung reicht einfach nicht aus. Habe ich unserem lieben Bürgermeister auch schon gesagt. Und wieso unternimmt er da nichts? Das kann ja nicht so bleiben. Das wird auch nicht so bleiben. Du musst das schaffen. Und wir sorgen dafür, dass hier nie wieder was passiert. Versprochen. Tomek! Tomek, Petra hat einen Fuchs angefahren. Paulina war ganz traurig und wütend, weil da wohl dauernd was passiert und Vinzenz nichts unternimmt. Nach der Schule wollte sie sich ihn vorknüpfen. Oh, armer Chef. Oh, habt ihr viele Pilze gesammelt? Ja. Hast du schon sie gefragt? Es wird ihr schon gefallen. In Polen gibt es genauso viele Tiere und Natur wie hier. Wenn nicht noch mehr. Und Pavel? Vielleicht ich sage erst Chef und dann Pavel. Hm? Ob sie sich so darüber freuen wie wir? Unser eigener Hof. In Polen zu Hause. Sicher. Hm? Wird alles gut. Das wird gut. Hier ist doch der perfekte Ort, oder? Super schön. Ja. Nee. So? 33 Tiere. Hä? 33 Tiere sind im letzten Jahr oben an der Kurve am Wald überfahren worden. 33! Wir haben uns bei der Polizei erkundigt und Philipp kann das bestätigen. Ja, und? Was habe ich damit zu tun? Ja, da muss man was machen. Wo Straßen sind, fahren Autos. Ja, aber viel zu schnell. Wollt ihr einen Zebrastreifen da haben für die Tiere? Hm? Sollen die doch woanders lang gehen? Tun sie aber nicht. So ist das nun mal in der Natur. Und wenn ihr euch jetzt bitte vom Acker machen könntet, euer Bürgermeister hat zu arbeiten. Wo gehobelt wird, fallen Späne. Auf Wiedersehen. Dankeschön. Kinder. Wird er wieder gesund? Das wird sich zeigen. Ich musste ihm die Milz entfernen. Ist das schlimm? Eigentlich kann er auch ohne leben. Aber ich weiß nicht genau, ob er nicht zu viel Blut verloren hat. Wir müssen abwarten. Ich passe auf ihn auf. Mein neuer Assistent. Und Vinzenz will einfach nichts unternehmen. Wo gehobelt wird, da fallen Späne. Kannst du nicht doch noch mal mit ihm reden, Philipp? Hör doch nicht auf mich. Für Vinzenz haben die Autos immer Vorfahrt. Dann müssen wir sie eben bremsen. Mann, ey! Irgendwo hat Jakob doch diese doofen Dinger. Und was willst du damit? Wart's ab. Such dir was Bestimmtes. Also, hattest du nicht so Warnblinklampen? Okay, ja. Danke. Super. Viel Spaß damit. Wer hat doch gelacht? Hier wird nicht mehr gehobelt. Und damit gucken wir, ob es klappt. Diese Tourismusbroschüre wird ein Knaller. Die Leute werden nur so nach Waldau strömen und jede Menge Geld im Dorf lassen. Apropos Waldau. Ferien in Waldau. Da braucht es natürlich neue Ferienwohnungen. Ja, vielleicht wird bald bei euch Wohnung frei. Weil neue Ferienwohnungen. Thomas, neue. Ach, was kriege ich? Ein ganzes Feriendorf mit Wellness und diesem ganzen Pipapo. Und wer hat zufällig das ganze Land dafür? Und die Kapazitäten? Hm? Ja, Chef, was ich sage. Was ist das denn? Was ist denn das? Was soll das? Das ist doch... Was soll denn das? Hier ist doch 80 normalerweise. Mach die Lichter weg. Los, komm. Und das ist ja unfassbar. Ich dreh durch. Das ist doch kriminell. Kriminell ist das. Das muss man anzeigen. Eingriff in den Straßenverkehr! Oh je, der Igel, das Auto. Puh, zum Glück. Ja, es hat funktioniert, der bremst. Hey. Hi, schau mal. Coole Idee. Wie süß, guck mal. Da kommt noch einer. Ja, der bremst auch. Oh. Weiß hier zufällig irgendjemand, wer meine Blinklichter an der Straße angebracht hat? Lucy? Wisst ihr, wie man das nennt? Sabotage. 1A Sabotage. Vinzenz, Kaffee? Die können doch nicht einfach in die Straßenverkehrsordnung eingreifen. Was hätte denn da alles passieren können? Zum Beispiel, dass alle bremsen und keine Tiere mehr überfahren werden. Vinzenz hat recht. Ihr könnt da nicht einfach sowas verändern. Was habt ihr euch dabei gedacht, Lucy? Mama, wir haben einen Fuchs angefahren und wir wissen noch nicht mal, ob der überlebt. Philipp musste ihm den Filz entfernen. Die Milz. Sag ich doch. Um solche Dinge müssen sich die Erwachsenen kümmern, Lucy. Ja, die tun's aber nicht. Die lassen lieber bescheuerte Fotos von sich machen. Jetzt reicht's aber, ja? Die sind für eine hochwertige Broschüre für unser Waldau, für die schöne Zukunft. Ideen für Waldau. Aha. Und wer zahlt das alles? Hey, ihr habt wohl noch nichts von dem Ideenwettbewerb der Hubertus-Stiftung gehört, oder? Wundert mich nicht. Ideen für Waldau, Ideen für die Zukunft. Und die habe ich. Und damit werde ich morgen früh bei der Präsentation alle in die Tasche stecken. Aha. Wald und Au, genau. Habe ich mir einfallen lassen. Müsste es nicht besser heißen, Gries und Haber, viel Gelaber? Ihr werdet schon sehen. Passt immer besser auf eure Blagen auf. Heute steht er auf. Stimmt's, Philipp? Guten Morgen. Ja, sollte er eigentlich. Wenn er schon so einen guten Aufpasser hat wie dich. Du hast gehört. Komm, steh auf. Hansen? Bitte. Ja, okay, danke, Philipp. Ciao. Und? Immer noch keine Veränderung. Der arme Kerl. Guck mal, so süß sah der aus. Gib mal Querungshilfen ein. Was ist das? Na ja, gib ein. Das ist ja toll. Mensch, Paulina, das ist doch die Lösung. Nur darum müssen sich wirklich die Erwachsenen kümmern. Es muss genehmigt werden. Und es kostet eine Menge Geld. Du kannst jetzt nicht einfach mit einer Schaufel losgehen. Verstanden? Natürlich nicht. Jakob, das würde ich doch nie machen. Na ja. Nee, komm, wir gehen jetzt nicht wirklich mit einer Schaufel los. Nein, aber wir machen beim Wettbewerb mit. Was für ein Wettbewerb? Na, diese Stiftung da, Ideen für Waldau. Wir basteln auch so ein Heft wie Vinzenz. Oder ein Modell. Und das zeigen wir dann diesem Hubert. Und schwuppdiwupp, wirst mal sehen, wer den Wettbewerb gewinnt. Ja, das ist eine super Idee. Aber, oh Mist, das ist ja schon morgen früh. Heute kann ich nicht. Meine Eltern wollen mit uns essen gehen. Frag mich nicht, warum. Egal, ich mach das schon. Ich finde schon jemanden, der mir hilft. Aber du musst morgen mit mir präsentieren, ja? Okay. Onkel Jakob, kannst du mir helfen, ein Modell bauen? Eine Querungshilfe. Mama, kannst du mir helfen, ein Modell bauen? Hä? Na, für eine Querungshilfe. Was? Ey. Kannst du mir helfen, ein Modell bauen? Was? Eine Querungshilfe. Nee. Soll ich für Tim auch einen Teller hinstellen? Bringst du ihm was runter? Hey, ihr. Könnt ihr mir helfen? Wir wollen eine Querungshilfe bauen, aber das kostet. Die Idee zeigen wir morgen dieser Hubertus-Stiftung oder wie die heißt. Dafür muss ich ein Modell bauen, aber das schaffe ich nicht allein. Querungshilfe? Hubertus-Stiftung. Ich muss euch was sagen. Dem Opa geht's nicht gut. Der hat was am Rücken, kann nicht mehr arbeiten. Ja, Alter. Ja, da helfen nicht mehr Omas Kräuterwickel. Gut, dass Onkel Janosch noch da ist. Das ist so eine Sache. Hm. Sag mal, was ist hier eigentlich los? Wieso? Komm, wir sind doch nicht doof. Wir gehen sonst nie essen und um den heißen Brei reden wir auch nicht. Also? Also, wir müssen euch was sagen. Ihr wisst, dass Opa und Oma den Hof aufgeben, weil sie zu alt sind. Ja. Ja. Und Onkel Janosch übernimmt ihn. Ja, Janosch hat vor einer Woche angerufen. Da gibt jetzt eine Planänderung. Planänderung? Er kennt Onkel. Mal dies, mal das. Ihr wollt doch nicht wirklich zurück nach Polen. Doch, das wollen wir. Was? Mit euch zusammen. Wir wollen den Hof übernehmen. Ja, wir haben davon immer geträumt, dass wir sind eigener Herr. Wir zusammen. Und das habt ihr jetzt einfach so beschlossen? Ohne uns zu fragen? Wieso? Wir fragen doch jetzt. Ihr knallt uns das hier einfach so hin. Also das ist schon ein bisschen plötzlich. Naja, für uns, das war auch Überraschung. Nicht mal Chef weiß Bescheid. Also bitte nichts sagen jetzt. Polen. Naja, unser Hof, eigene Land, eigene Tiere. Wir wären wieder zu Hause, alle zusammen, wie früher. Wäre das nicht schön? Ja, aber was, wenn ich hier nicht weg will? Es wird dir bestimmt gefallen. Und du wirst dich gut einleben. Wir helfen dir, hä? Von wegen, ihr fragt uns. Wohin? Gib noch Nachtisch. Lasst mich einfach mal in Ruhe, okay? Ich will nach Hause. Komm schon. Du willst doch bestimmt wieder raus aus diesem Käfig. Zurück in den Wald. Hey, steh auf. Manchmal schaffen sie es einfach nicht. Der aber schon. Und manchmal hilft man ihnen mehr, wenn man sie erlöst. Nein! Er wird es schaffen, Philipp. Du willst doch kein Mörder sein, oder? Nein. Das möchte ich nicht. Aber ich möchte auch nicht, dass ein Tier unnötig leidet. Aber er wird wieder gesund. Ganz bestimmt. Hast du gehört? Du musst aufstehen. Na gut. Warten wir die Nacht ab. Danke. Was machst du denn hier? Am Wettbewerb teilnehmen. Und mit was, wenn ich fragen darf? Mit der Siegeridee. Kinder. Kannst du dir das wirklich vorstellen, Pavel? Wir in Polen? Ja. Am Anfang klang es für mich völlig absurd. Aber Papa hat recht. Hier bleiben wir immer Angestellte. Er meinte auch, ich könnte auf dem Hof eine eigene Werkstatt aufmachen. Du kannst dir echt vorstellen, da zu leben? Ja. Es war schön da, bevor wir hergekommen sind. Für Mama wäre es ein Traum. Alle wieder zusammen, die ganze Familie zu Hause. Aber das sind wir doch hier auch. Hier ist doch unser Zuhause. Ja, für dich. Für Mama und Papa ist das anders. Und was ist mit deinen Freunden? Sorry. Hey Lucy. Paulina, wo bleibst du denn? Ich stehe hier direkt vor der Stiftung. Oh shit, sorry, ich hab's voll vergessen. Hä? Vergessen? Komm bitte schnell. Wir sind direkt nach Grieshaber dran. Ich beeil mich, ich bin gleich da. Okay, tschüss. Sorry, tschüss. Und so kann es für unsere ganze Region nur einen unbedingten Vorteil bedeuten. Die gesamte Werbeaktion wird die Anzahl der Tagestouristen und Urlauber in Waldau vervierfachen, verfünffachen, verzehnfachen und vielleicht noch mehr. Und sie lassen alle Geld hier. Und dieses Geld investieren wir in die Zukunft von Waldau. Wissen Sie eigentlich, wie viele Menschen noch nie etwas von unserer schönen Heimat gehört haben? Schauen Sie raus. Muss es immer die Karibik sein? Vergessen Sie die Malediven, Wald und Au. Genau. Na endlich. Tut mir leid. Ich dachte schon, ich musste alleine rein. Das hätte ich mich echt nicht getraut. Entschuldigung. War irgendwas? Nein, alles okay. Ist da das Modell drin? Darf ich mal sehen? Wow. So, Fräulein Krämer? Ja. Bitte. Na dann mal los. Ist ja okay. Ich denke, du solltest dich von ihm verabschieden. Ich bleib bei ihm. Bis zum Schluss. Genau an dieser Stelle wurden im letzten Jahr 33 Tiere überfahren. Füchse, Marder, Wildschweine, Rehe, Wildkatzen. Und deswegen wollen wir diese Straße untertunneln. Untertunneln? Ja, eine Querungshilfe. Damit die Tiere nicht mehr über die Straße müssen. Das gibt es in anderen Gegenden auch. Ist nicht ganz billig, oder? Nein, es ist sogar ziemlich teuer. Aber sollten uns das die Tiere nicht wert sein? Was wäre denn unser Wald ohne sie? Diesen wunderschönen Fuchs habe ich vor ein paar Tagen fotografiert, als ich mit meiner Mutter Pilze sammeln war. Es war ein besonderer Moment und wir haben uns gefreut, ihn zu sehen. So sieht er jetzt aus. Meine Mutter hat ihn aus Versehen angefahren. Ich war dabei. Es war schrecklich. Wir wissen auch nicht mal, ob er durchkommt. Vielleicht haben wir Glück. Vielleicht. Wenn er nicht über die Straße gemusst hätte, wäre ihm nichts passiert. Eins von 33 Tieren. Philipp, er ist aufgewacht. Komm. Das ist ja Wahnsinn. Meinst du, wir waren gut? Sehr gut. Also wenn die irgendwie ein Herz haben. Wer weiß, was die anderen so vorgestellt haben. Naja, also gegen so eine Broschüre sollte es ja wohl reichen. Hey ihr! Hört mal, egal was ihr vorgeschlagen habt, seid nicht enttäuscht, wenn ich das gewinne, ja? Tim, hoffentlich. Hey Lucy, der Fuchs hat's geschafft. Ja! Er hat es wirklich geschafft. Jetzt kann er wieder zurück in seinen Wald. Nach Hause. Ich glaube, dass Tim großen Anteil am Erfolg hat. Dann wäre es auch kein Wunder, sondern deiner Geduld zu verdanken. Na los, lass du ihn frei. Danke. Hier, komm her. Hier, komm. Mach's gut, Kumpel. Ein Riesendankeschön an unsere Blaskapelle. Und natürlich an die Hubertus-Stiftung, der wir es verdanken, dass wir heute alle hier sind. Um die Zukunft geht es Ihnen in Ihrem Ideenwettbewerb. Und um nichts anderes geht es auch mir als Bürgermeister. Um eine rosige Zukunft für alle Waldauer. Und ganz besonders für die, die so oft vergessen werden und denen schon immer meine ganze Fürsorge galt. Unseren Tieren. Wir feiern heute den Spatenstich für die erste Waldauer Querungshilfe.